Moin Moin liebe Zuschauer, Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 2.3 Gersteernte mit das erste Mal im Single Let's Play mit drei Dreschern. Unser Fuhrpark, wir fahren ja so mittlerweile auch aufgerüstet, wir haben schön drei Drescher bei uns hier im Einsatz. Das ist doch schon mal richtig was, damit kann man arbeiten. Vor allem wenn die Felder ein bisschen größer sind, ich habe auch überlegt, dass wir die beiden Felder hier vielleicht zusammenpflügen. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht sehen wir auch immer unterschiedliche Sachen an. Aber wir haben den ersten Anhänger gleich voll. Das ist weniger schön. Denn wir schaffen es natürlich jetzt nicht komplett, sozusagen den Anhänger auszulernen. Dafür müssten wir viel zu weit fahren und alle drei Drescher würden stehen. Oder wir lagern das einfach am Hof, im Hofsilo erstmal ein. Wäre eine Variante, wo man sagen könnte, okay, machen wir so. Und später fahren wir mit dem LKW mit zwei Gespannen rüber. Oder wir haben hier dann auch ein bisschen was für eine große Nachfrage irgendwann. Aber ich denke, dass wir es eigentlich eh zur Brauerei fahren. Und dafür müssen wir, oder ich krieg's demnächst noch, jemand hatte ja gesagt, er hat ein gutes Courseplay-Netz hier schon mal eingefahren, Überführungsfahrten. Ja, wäre nicht praktisch, dass man mal so eine, ja, einen Courseplay-Kurs von jedem, von der Zentrale hier hat, sozusagen vom Hofsilo Richtung Richtung Alm eigentlich. Also vom Hofsilo Richtung Brauerei. Und alle Verkaufsstationen, die es auf der Map so gibt. So, wir müssen sehen, dass wir zum letzten Class Drescher kommen. Jetzt machen sie auch hier, ne? Also wie gesagt, sind alle gut auf Abstand. Die sind rückwärts. Da halten die sich auch so weit auf Abstand, dass es passt. Läuft hervorragend. Das wird tatsächlich eine Rekordzeiternte hier für uns. Es sei denn, es passiert noch irgendwas Außergewöhnliches, dass wir irgendwie die Drescher nicht mehr am Laufen halten. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Muss nur sehen, ne? Nicht, dass es zu wenig Abstand hier wird. Weil da fehlt jetzt tatsächlich teilweise gar nicht mal mehr so viel. Deswegen, wir lassen ihn mal leer machen. Derzeit wendet er ja vorne. Und die anderen sind dann schon wieder um die Ecke. Ja, wir sehen auch, mit Gerste und Weizen würde ich persönlich ohne Courseplay-Helfer jetzt nicht unbedingt mehr als drei Drescher brauchen. Beim Raps können wir wahrscheinlich vier oder fünf auch alleine fast verknusen. Oder dann eben auch ein Courseplay ohne Fruchtzerstörung. Mal sehen, ob ich das demnächst irgendwann mal rausnehme. Ansonsten finde ich Fruchtzerstörung eigentlich immer gut, dass man ist nämlich echt mal ein bisschen angehalten, nicht planlos durch die Felder zu fahren. Und das ist auch schick so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gefällt es euch? Auf den Sonntag hier noch mal eine kleine Ernte mit drei Mähdreschern, einigermaßen gut bisher alles gehandelt bekommen. Natürlich die erste Reihe war ein bisschen kritisch. Das Vorgewende hier ist natürlich auch ein bisschen schwieriger durch die Ecke da hinten. Kann sein, dass es vorne auf dem anderen Gerstefeld, was wir dann nachmachen werden, schon wieder ein bisschen anders, einfacher aussieht. Wir haben nur 36.000 Weizen aus dem kleinen Feld rausgekriegt. Ist echt ein bisschen bitter. Bitter wenig. Und hier werden wir nachher nochmal versuchen. Ich will das Ganze nochmal versuchen zu üben. Ich kriege ja immer regelmäßig Kommentare dazu, dass ich Courseplay nicht so gut kann. Ich weiß, es gibt da viel mehr Möglichkeiten und ich übe ja auch immer ein bisschen. Und das will ich weiterhin so machen hier in unseren Single Let's Plays. Ich werde dann, wenn wir hier fertig sind, kommt hier ein Traktor rüber mit einem Spader. Der soll den ganzen Kurs hier berechnen, so ein Vorgewende machen und das Ganze dann schön abarbeiten. Und den Kurs, den speichern wir dann einmal zum Pressen. Und dann können wir nämlich wahrscheinlich über den gleichen Kurs auch noch die Ballenpresse fahren lassen. Brauchen wir selber gar nicht pressen.
müssen dann nur eben einsammeln. Und dafür habe ich noch ein paar neue Sammelwagen mit am Start. Die ein bisschen größere Beinkapazität haben, dass wir nicht ganz so häufig zwischenfahren müssen. Oder eben auch zwei Beinanhänger ganz praktisch aneinander hängen können und dann damit natürlich dann, was weiß ich, 70 Beinen oder so transportieren können. Oder 60, sei einfach mal gesagt. Und 60 mal 4 sind 240.000 Stroh, die man mitnehmen kann. Also wir brauchen nicht viel mehr als zweimal dann zwischenfahren. Ja, zwischenfahren. Wie sieht's aus hier? Ein bisschen was wäre nur noch los von den Dreschern. Aber dann ist der Anhänger auch voll. Also 15.000 oder so kriegen wir jetzt hier nochmal rein. So, kann vielleicht mal kurz anhalten und sich ausleeren. Kommen wir nicht mal ran so, ne? Der andere ist wieder in die andere Richtung unterwegs. Perfekt. Natürlich haben die immer kleine Wartezeiten, aber wir können jetzt auch die normalen Helfer einstellen, was ja doch immer ein bisschen blöd wird nachher, wenn die Felder zu quadratisch sind, macht der Vehikel natürlich nachher irgendwann keinen Sinn mehr, weil er einfach nur noch wendet und gar nicht mehr drischt. So, danke. Noch knapp 10.000. Machen wir jetzt noch den New Holland einmal leer. Dann kriegen wir den Rest vom Klaas, vom ersten noch rein. Und dann schaffen die aber auch den Rest schon und das Feld geerntet. Dann werden wir so mal zwischenfahren zur Brauerei. So, und 6.000 noch. Das reicht nicht ganz, glaube ich, um ihn leer zu kriegen. Das heißt, er wird der Erste sein, der steht. Kann man nur hoffen, dass die das Feld ernten können. Na toll, muss jetzt hier so unbedingt so eine Kurve sein. So, voll. Ja gut, liebe Leute, wir müssen die Drescher hier verlassen. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir wiederkommen. Wir machen es auf den weiten Weg zur Brauerei, denn es nützt ja nichts. Hier haben wir Weizen, hier haben wir Gerste. Was wollen wir mehr? Helfer Habe durch ein Objekt. Ja genau, die punktieren sich gegenseitig natürlich immer so ein bisschen in den Ecken. Ist ja auch absolut in Ordnung. Auf geht's, den weiten Weg zur Brauerei. Da kommen wir dann auch mal angeheizt hier vorne, ne? Vorsichtig hier in der Kurve. Ja, und jetzt wollen wir erstmal wieder ein bisschen Paletten produzieren für unser Palettenlager. Und irgendwann dann, ja, im Laufe der Woche wahrscheinlich wird es eng, aber vielleicht zum nächsten Wochenende wollen wir irgendwann mal groß rein machen und bringen wir nochmal alles. Boah, da ist ja eine richtige Kette hier vorne unterwegs. Alles Mögliche zum Lager und werden dann sehen, dass wir wieder ein paar schöne Palettenzusammenstellungen erstellen. Oh, guck mal, hier die Mehlfabrik arbeitet gut. Damit wir dann auch natürlich wieder ins große Geld gehen, ne? Wir wollen ja dann ordentlich Geld machen, um uns wieder ein weiteres Feld zu kaufen. Ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir dann später ein paar schöne Zusammenstellungen machen. Allein ja immer schon mit Bier und vielleicht haben wir dann mal gute Preise für andere Sachen. Vielleicht gibt es auch mal eine große Nachfrage im Bereich der Obstsorten oder der Molkereiprodukte. Das wäre ja echt mal nice. So, da wären wir. Auf zu frischem Bier. Aktuell ist das Lager hier leer. Wir haben ja alles hier geräumt. Die
Drescher blockieren sich gegenseitig. Jetzt wird es auch wahrscheinlich zu eng für die Drescher. Das ist ganz klar. Das funktioniert nicht mehr dann. Ein ganz bisschen Hopfen ist noch da. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein Hopfenfeld anpflanzen. Nach unserer jetzigen Ernte. Ja, hier ist alles leer an Hopfen. Nichts mehr rauszuholen. Aber Hopfen brauchen wir nicht mit drei Dreschern versuchen. Das weiß ich jetzt schon, dass ich das alleine nicht schaffen kann. Ohne Cosplay-Helfer. So. Wieder zurück zum Feld. Dass diese Lampe wieder auftaucht, ich verstehe es einfach nicht. Ja, muss man sich dann mal nicht so doll dran stören, an dieser komischen Schwebelampe. Keine Ahnung, wo das UFO herkommt. Die mehrfach schon verschoben und jedes Mal taucht sie da wieder auf an der Stelle. Das ist irgendwie ein komischer Trick. Ja, gibt es auch noch hier vorne bei Feld 3 vom Wildwechsel Schild. Da ist wohl auch ein bisschen Kolli drauf. Eine Kollision. Guck mal hier die Schnarchnase und gleich verfolgt von den ganzen Pickups. Pickups sind hier deutlich in der Überzahl unterwegs. Ist aber nicht so gewollt. Keine Ahnung warum. Wie gesagt, ne? Guckt euch ein bisschen um, wenn von irgendwo ein Auto angeheizt kommt. Versucht nicht unbedingt die Kamikaze-Aktion. Ihr könntet den kürzeren ziehen. Denn mit der Wucht der Autos hauen die einen schon mal ganz schön aus der Bahn. Da rechts sehen wir es auch gleich. Wir können natürlich gucken, wer schneller. Ah, da die Autos schneller sind, sind sie jetzt auch schneller. Gerade so. Ich heiz noch mit 50 um die Kurve, da kennen die nix. Das Feld dürfte eigentlich geerdet sein, ne? Höchstens noch ein kleiner Streifen oder was? Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Das ist ja auch mal cool, oder? Wieder unterwegs, komplett ausgeleert. Ach, genau. Leute. Augen auf dem Straßenverkehr. Fahren hier hin, kommen wieder und das Feld ist einfach mal komplett geerdet. Besser geht's ja gar nicht. Alle Drescher stehen da hinten irgendwo rum. Na, ist doch nicht geerdet. Ich sag nichts. Einmal zurück muss er noch. Na, ist auch nur hier so ein halbes Stück. Das ist doch dämlich. Ja, es wurde denen wohl zu eng. Also, er macht nochmal den Rest hier bitte. Dann holen wir die anderen zum Abbunkern. Wobei, die können wir eigentlich ein bisschen weiter rüberfahren, ne? Weil wir eh zum nächsten Feld gleich übersetzen wollen. Dann können wir auch gleich da ausleeren. Ansonsten bin ich schon zufrieden mit der Arbeit, was die und die Helfer hier gemacht haben. Wir haben in nicht mal zwei Folgen das komplette Feld hier geerntet. Mal gucken, ob wir mit dem nächsten genauso schnell sind. Wechseln wir so die Drescher durch. Wo ist der nächste? Stellen wir einmal nochmal alle Drescher hier schön zum Abschluss auf. Passt, oder? Von der Länge. Passt. So, einen haben wir noch. Den neuesten. Na, guck mal, dann haben wir den eigentlich noch. Na, den bringen wir denn. Das machen wir aber erst morgen. Schaffe ich heute nicht mehr.
habe ich keine Zeit, die Aufnahme heute groß zu überziehen. Das wird nichts. Machen wir noch einmal alle leer. So viel Zeit nehmen wir uns dann doch noch. Ja, richtig schön. Da hinten, wie die Autos jetzt in Kolonne fahren, so ein bisschen, dass da irgendwelche Leute sind, die immer ein bisschen den ganzen Verkehr ausbremsen, wie es in Wirklichkeit ja auch ist. Ne? Alter Mann mit Hut, um jetzt niemanden zu nahe zu treten. So, hoffentlich funktioniert's. Und hier hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Schönes Bild hier zum Abschluss unserer ganzen Drescher sozusagen, die alle auch am Abbunkern sind. Da haben wir eine gute Ernte hier eingefahren. In meiner Rekordzeit, würde ich behaupten. Jetzt fahren die alle da hinten rum. Jetzt irgendwann wird es ein Riesenstau oder was. Dann wird es eine komplette Kette geben. Weiß ich nicht, wie es ist, wenn man mehrere Folgen macht. Keine Ahnung. Ja, morgen geht's weiter. Mal gucken, ob es wieder genauso gut läuft. Wir lassen eben diesmal ein bisschen mehr Vorsprung. Und ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir es auch in nicht mal zwei Folgen schaffen, das gegenüberliegende Feld zu ernten und dann auch ja, direkt durchziehen können mit dem Rapsfeld. Also bis Mittwoch sind wir durch mit der Ernte. Dann, wie gesagt, sollen wir mal sehen, dass wir hier einen Schwader einsetzen. Natürlich gleich auch mit beiden Feldern dann beginnen. So, so. Zack, steht schon mal gut. Der nächste, ja, ist eigentlich egal. Kommt er mittendrin. Mittendrin stand nur dabei. Ja, er hat irgendwie gar nichts gemacht heute, ne? Naja, das werden wir dann beim nächsten Mal nochmal gucken, dass du wieder ein bisschen arbeitest. Hier ist nämlich noch 800.000 zu verkaufen, also fast 400.000 liegen da, das Geld brauchen wir. Das Geld brauchen wir. Gut, also ne, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Wochenende hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hier mit mir und LS17 auf meiner Map Nordfriesischen Marsch 2.3. Heute auch ohne Gräben am Start. Ich denke, ich verabschiede mich für heute bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Like. Ja, unterstützt ihr mich. Und natürlich über jedes Kommentar freue ich mich. Also bis